So, was kommt als nächstes für Köngerud Gemeinde? Als Pastorenteam haben wir uns sehr mit dieser Frage beschäftigt. Und schon von Anfang an haben wir daraufhin gezielt gearbeitet, dass wir als Gemeinde verbunden zusammenbleiben können. So, das haben wir ganz besonders auch in Acht genommen, so dass wir die Gottesdienste, die wir im Livestream übertragen, live machen, so dass wir dieses Gefühl der Verbundenheit immer wieder haben, so dass wir zugegen sind bei den Gottesdiensten. So, wir haben auch festgestellt, dass wir ein Bedürfnis haben nach Gemeinschaft. Und wir schauten in die Schrift und wir sehen, dass die Urgemeinde, die Gemeinde am Anfang, die hat sich damit beschäftigt, dass diese Gemeinschaft unter ihnen blieb, indem sie Hauskirchen hatten. Und dieser Gedanke, der hat uns nicht freigelassen. Deshalb schauen wir zu diesem biblisches Modell in dieser Zeit, wo wir nicht zusammenkommen können, um dass wir die Gemeinschaft weiterhin pflegen können. So, wir möchten die Gemeinde Mut machen, in Lebensgruppen teilzunehmen. So, was ist eine Lebensgruppe? Die Grundlage ist gerade die christliche Gemeinschaft zu erhalten und aufzubauen. So, die Lebensgruppen, die haben drei Teile, die sehr wichtig sind. Einmal, dass wir unser Leben mit Christus zusammen miteinander dann teilen, so diese Gemeinschaft gerade in Christus Jesus zu haben, die Gemeinschaft auch miteinander zu haben und dann auch die Gemeinschaft teilzunehmen, like im Leben von einem jeden anderen, der mit mir zusammen in diese Gruppen sind. So, was ist es eigentlich? Ganz praktisch gesagt, es ist ganz einfach. So, wir möchten die Gemeinde ermutigen, dass ihr zusammenkommt. Am Sonntagmorgen ladet Freunde ein, 3, 4 Familien vielleicht, so wie immer dann euer Haus es fasst. Und dann schaut ihr zusammen den Gottesdienst. Und wir werden versuchen, jedes Mal dann auch eine ganz praktische Anwendung haben nach der Predigt, sodass wir Fragen haben, die ihr dann mit denen ihr euch unterhalten könnt. So, dies ist eine Möglichkeit, in dieser Zeit, wo wir nicht zusammenkommen können als ganze Gemeinde, die Gemeinschaft zu erhalten. Auch wenn wir wieder die Möglichkeit haben, zusammenzukommen, dann können wir nicht mehr als 50 Leute haben. So, das bedeutet aber, wenn wir nehmen diejenigen, die wir brauchen, um alles den Livestream zu machen und die auf der Bühne sind und so weiter, dann sind wir vielleicht 35 Leute, die wir einladen können. Das ist sehr wenig. So, wie können wir diese Gemeinschaft weiter erhalten? Indem, dass wir zusammenkommen in Lebensgruppen. So, bitte macht mit, und wenn du ein Gastgeber sein möchtest und nicht weißt genau, wie anzufangen, bitte ruf uns an, eines von den Pastoren, und wir können euch damit dann helfen. So, dann die Frage kommt, was kommt in September? So, in September, am 6. September haben wir ja ein langes Weekend. So, da werden wir einen Gottesdienst haben, so wie wir immer es planen, um 10 Uhr morgen. Das wird über Livestream übertragen werden. Dann am nächsten Sonntag, der 13. September, werden wir dann den Kickoff-Sonntag haben und wir werden die Einzelheiten für diesen Sonntag noch bekannt geben. Und dann am 20. September, dann planen wir wieder Leute einzuladen, um teilzunehmen in unser Gottesdienst. Aber wie ihr wisst, wir sind beschränkt auf 50 Leute, wir dürfen nicht mehr als 50 Leute haben, und so werden wir dann so wahrscheinlich bei 30, 35 Leute haben, die dann mitmachen können in den Gottesdiensten, die wir einladen können. So, die Einzelheiten und die Details für das werden wir auch noch bekannt geben. Aber in dieser Zwischenzeit möchten wir euch Mut machen. Bleibt miteinander in Gemeinschaft. Bleibt verbunden. Und überwiege es, vielleicht ist dieses eine gute Gelegenheit, an einer Lebensgruppe teilzunehmen. So, Gott segne uns dabei, wenn wir in dieser neuen Zeit, die so anders ist, Wege suchen, um wirklich eine effektive Gemeinde zu sein. Die Lebensgruppe, die kann uns darin helfen, dass wir Gemeinschaft haben, dass wir andere einladen können und dass wir auch das, was Jesus uns gesagt hat, wirklich vollbringen, indem wir ein Zeugnis sein können für andere. Gott segne einen jeden von uns in dieser Zeit.